Ich finde, wir geben mit dieser Nürnberger Erklärung heute so etwas wie einen Startschuss für eine vertiefte Zusammenarbeit über die gesamte Bandbreite politischer Themen zwischen der EU und den ASEAN-Staaten. Wir treten ein in eine neue Phase unserer Zusammenarbeit, und das wird seinen Ausdruck finden in einem gemeinsamen Aktionsplan, der alle politischen Felder abdecken wird, in denen sich Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben. Und das wird etwa politische und sicherheitspolitische Kooperation sein. Das wird der Ausbau unserer Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sein. Das wird aber auch Zusammenarbeit in grundlegenden globalen Fragen sein. Meine Frage bezieht sich auf die Konflikte innerhalb der beiden Regionen, die Sie angesprochen haben, Herr Außenminister Steinmeier. Please, Mr. Co-Chair. Für uns aus Sicht der EU, aber auch bestätigt in der Diskussion heute durch die Partner der ASEAN-Staaten, wird das auch heißen Förderung von zivilgesellschaftlichen Entwicklungen, von Demokratie und Menschenrechten. Aber wir werden uns auch vertieft beschäftigen mit Fragen der weltweiten Energieversorgung und dem Kampf gegen Klimawandel. The most important things have been said. Only to We consider that the Nuremberg Declaration on ASEAN-EU enhanced partnership will be the guide for the future direction of the growing ASEAN-EU cooperation and partnership. This declaration is a strategic milestone for ASEAN-EU relations and broadly cover cooperation in many sectors, political, security, economic, socio-cultural, and in other fields, as industry, environment and counter-terrorism. Genau welche Vorteile wird es der EU bringen? Today, that of course we are a very important meeting. We have been able to show that two organizations of countries, one in the European continent and the other in the ASEAN continent, can work together efficiently, can have the same way of looking at the world of today in the 21st century. A world has changed very, very much from the moment that both organizations were created, and that we have a really a brilliant future to cooperate. This press conference, thank you very much for having been here with us today.